Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Sengoku Dynasty. Und ja, das Erste, was ich euch mal zeigen wollte, ist, was mir Franz natürlich mal wieder geschrieben hat. Vielen Dank dafür, Franz. Natürlich mal wieder, einen kostenlosen Tipp. Und zwar, wenn ihr den Hammer in der Hand habt und ein Gebäude zum Beispiel nehmt, ich nehme jetzt einfach mal das hier, weil bauen werde ich das wahrscheinlich eh. Das ist, was mir nicht aufgefallen ist. Wenn ihr jetzt im Hintergrund schaut, da seht ihr ringsrum einen blauen Kreis. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Und so groß könnt ihr euer Dorf machen. Mein Gott, ist das episch. Das heißt, ihr könntet bis hier hinten durchlatschen und das machen, hinstellen. Das wäre Jacke wie Hose. Und ich habe gedacht, komm, mach mal nur hier vorne. Du kannst ein riesengroßes Dorf bauen. Das ist ja echt mega krass. Das ist mega. Sollen wir den direkt stellen, das Haus? Was ist denn hier im Weg? Der Baum, ne? Der Baum wieder. Das heißt eigentlich, ich brauche gar nicht so gerade nebeneinander zu bauen. Ich kann einfach so wirr durcheinander bauen, aber ich würde gerne mit Straßen, mit Wege bauen. Da habe ich noch einen Weg hier, ne? Ja. Ich habe schon eine Weihe. Dann. Einer ist noch da, weil wir brauchen ja Mitarbeiter. Ich weiß gar nicht, kann man die hochstellen, die Häuser? Warte mal. Auch mal ausprobieren. Kann man die erhöhen? Nach links drehen, rechts drehen, Drehmodus wechseln. Ist das Drehmodus wechseln? Ne, Drehmodus wechseln kann ich nicht. Schade, ich habe gedacht, man könnte den vielleicht sogar ein bisschen erhöhen. Und da brauche ich Holz, ne? Holzstämme brauche ich. Wie viel Platz habe ich noch? Hier noch. Das war richtig krass. Danke nochmal für den Tipp, Franz. Wie immer. Der beste Tippgeber. Hallo? Steckst du mal zu? Warte, macht nichts mehr. Hallo? Ist kaputt? Nö, die läuft da noch. Die sind los. Damit geht's. Hör auf. Ist gut. Ach, jetzt geht's wieder. Okay, alles klar. Merkwürdig. Oh, warte mal, Sellerie. Ne, Lauch meine ich. Aber Lauchsippsche mache. Hallo, ich wollte Lauch. Da liegt doch noch mehr. Hallo? Was ist denn los mit dem Spiel, was? Nimm nicht auf. Und sammel die Bäume, die Dinger halt, bevor du den Stamm sammelst hier. Mensch, Äste brauchen wir sowieso. Der sammelt alles, nur nicht das, wo ich drauf gucke, ne? So. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Das läuft mir die nicht. Es ist auch wieder dunkel. Wieso ist es eigentlich dunkel? Ich habe doch vorhin noch geschlafen gehabt. Ach, das war der kleine Baum hier. Apropos, ich muss die Skills immer machen. Aber erst gehe ich mal schlafen. Sag mal, was soll denn das eigentlich hier? Das war mein Schlafbereich. Nee, 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 nee. Was ist eigentlich mit den Türen? Waren hier nicht mal Türen drin? Oder vertue ich mich da gerade?
Aber hallo. Ja, echt, ey. So stehe ich auch manchmal auf. Ja, wie viel Platz habe ich noch? 4, 5. Was ich mal gucken wollte, ist Legende. Wir haben ja den Weg des Handwerkes auch noch. Was haben wir denn hier? Erntehelfer. Das kannst du möglicherweise mehrmals pro Jahreszeit ernten. Nur vom Spieler. Okay. Nehmen. Ach so, eh. Und das hier. Oh, ich wollte eigentlich nur einmal. Hä? Wieso hat er das da drauf gemacht? Oh, ich muss ja das anklicken. Dumme Nudel. Okay, machen wir jetzt mal Handwerker hier. Geschichte Holzfäller, die werden wir jetzt eh brauchen. Hier habe ich 6 Bohnen, da tue ich direkt mal 2 drauf. Was haben wir hier? Geschickter Konstrukteur. Ah, sehr gut. Das benutzen wir eh momentan auch. 2 da drauf. Geschickter Bergarbeiter. Da mache ich mal einen drauf. Erfahrene Holzfäller. Da muss ich den wohl komplett fertig machen, ne? Weil irgendwie ist das hier nicht komplett. Aber ich denke mal, das hier muss zuerst dann hier komplett. Nö, doch nicht. Okay, aber natürlich haben wir das mit Holzfäller dann jetzt erledigt. Haben wir Krieger noch nicht, ne? Die, genau, Mönch haben wir einen. Handwerkerlehrling. Deine Handwerkerausbildung zahlt sich aus. Du erlernst Handwerkerboni schneller. XP-Gewinn auf dem Weg des Handwerkers steigt. Kriegerlehrling. Ich glaube, ich mache erstmal Handwerker. Könnt ihr bestimmt noch mehr später machen. So, ich habe alles voll. Das heißt, kostet Hämmerche. Und let's go. Einhundertelf Bretter. Also Bretter haben wir genug, ne? Warte mal. Ja, doch, ist richtig so. Haben wir schon mal ein zweites Haus, ne? Da mache ich dann direkt auch noch mal Betten rein, weil ich glaube, da ist dann immer nur ein Bett drin, ne? Mal gucken, ob ich da die besseren Betten direkt schon machen kann. Ach, hier sind die Türen drin. Okay. Und ich glaube, ich werde auch nur die größeren Häuser jetzt hier bauen in der Stadt. Ah, das wenigstens etwas fehlt. Kommen drei Stück. Drei Stück liegen da bestimmt noch hier irgendwo rum. Haben wir sie doch. Ja, das war klar. Aber wir haben ja, ne? Wir haben es doch. Und fertig.
Sehr schön. Ach so, nee, stimmt. Erstmal verschieben hier. Das würde ich fast sogar in der Mitte lassen, oder? Einen weiter nach da. So. Warte, kann man den? Ne, kann man nicht. Ich habe keinen. Steine, 8 Stück. Kann ich das hier schon verändern? Ach, ich habe ja gar nichts. Ah, dann muss ich das halt im Nachhinein. So, wir brauchen wieder Steine und Gras. Entschuldigt, aber irgendwie habe ich einen Frosch im Hals heute. So, ein paar Büsche würde ich gerne hier stehen lassen. So für die Optik, wisst ihr? Steine, ne? Ich habe der Spitzhacke, habe ich. Das heißt eigentlich, ich könnte mal eben kurz. Wo ist denn die Spitzhacke? Die ist kaputt. 3 Stück, ne? Eins, zwei, drei. Alter, was ist denn los hier? Mal bitte hier hin, Dankeschön. Und da ist die aus. Und wollte gerade sagen, ich habe hier nämlich was gesehen gehabt. Da ist sogar noch Kupfer. Kupfer. Direkt mal was essen, damit der Junge die Kräfte hat. Hallo? Keine Kraft, der Kerl. Keine Kraft. Oh, Steine werden wir eben öfters brauchen. Soll ich die auch noch abbauen? Man müsste hier auch Steine beikriegen. Rufen hier. Merkt ihr eigentlich, es ruckelt gar nicht mehr so. Wisst ihr warum? Ich habe meinen Grafikkartentreiber neu installiert und schwupps läuft alles wieder. Unfassbar, ne? Da war da ein Fehler drin. Ich glaube, ich werde hier direkt auch ein paar hinbauen. Nee, nicht da, sondern. Ja, war da, genau. Aha. Noch 2 Betten bauen werde ich. Dann haben wir nämlich hier genug Platz für Leute. Fehlt mal wieder ein Gras, ne? War klar. Dann nehmen wir den Büschel hier noch. So. Und den können wir auch noch wegtun hier. Der sieht schlimm aus. So. Wenn ich mit der Hüt. Das heißt, haben wir eigentlich schon jemand in. Haben wir eigentlich schon irgendwas?
Arbeitsplätze. Schmelzofen und Hobelbank. Was kann die denn bauen mal? Ein Axt. Dies und dies und ein noch. Jetzt aber kann ich mir immer selber bauen. Aufteilen wie viel? So wird reichen. Genau. Und dann brauchen wir noch jemanden für den Schmelzofen. Das heißt, wir nehmen direkt hier sie. War das hier gerade eben noch ein Mann? Egal, aber Ah, zwei Frauen gar im, nicht mehr. ist ja nicht so schlimm. Saraba, Bevölkerung. Meme heißt sie. Die macht mal nicht so viel Meme. So, kleines Haus. Machen wir das Standardhaus. So. Dann bekommt Meme noch was zum Arbeiten und zwar Schmied. Lager habe ich hier, ne? Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, der nervt mich zu Tode gerade. Oh, jetzt gibt es doch ein Leck. Was ist denn? Das ist das Lager hier, ne? Jetzt guck mal. Jetzt bleibst drin. Das ist sehr schön. So, ich muss auch noch ein Lebensmittellager und ein Wasserlager bauen. Da setze ich schon mal die Blaupausen. Warte mal eben kurz. So, mal eben den Frosch aus dem Hals entfernen hier, ne? So, was wollte ich jetzt? Ein Lebensmittellager und. Ne, nicht Einrichtung. Gebäude. Hörner aus Position. Die ist ein Lagergebäude. Kann ich doch gar nicht. Ist da was? Gucke mal. Ich gucke mal. Äxte. Ach, den muss ich ja erstmal. Oh, ich muss die erstmal befreien. Habe ich denn? Kann ich denn? Nein. Kupferjahre kann ich herstellen. Das ist doch super. Was ist das hier? Eine zweihändige Kriegskeule aus Holz und Metall, die mit Dornen und Stacheln besetzt ist. Düdüdüm. Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Kupfer durchbohrt Gebein. Irgendwie so was war das gerade eben als Erfolg. Dann heißt es, wir ziehen in den Krieg. Eieieiei. Mal eben kurz gucken hier. Schaden 8, Rüstung Durchdringung 6, Schaden 10 und 5. Wir gehen jetzt Sosugi befreien. Wo ist er denn, der Kloppel? Ah, kann ich hier Dings machen? Ich weiß, wo ich hinrenne. 400. Vielleicht sollte ich mal was essen.
Wenn ich was hätte. Mehr habe ich nicht. Vielleicht finden wir ja unterwegs ja noch ein paar Sachen, die wir hier mopsen können und so, ne? Bin ja mal echt gespannt, wie der so ist. Das werden wir dann sehen, wenn ich dann da bin. Da die Folge jetzt eigentlich schon fast vorbei ist, werde ich wohl hier mal pausieren und wir sehen uns dann wieder, wenn ich in seiner Nähe bin. Bis gleich. So, ich bin da. Ich glaube, das ist eine ganze Bangage hier unten. Ich hoffe, ich rutsche jetzt nicht hier runter und den vor die Füße. Was ist denn, wenn wir den als erstes direkt angreifen? Nur ihn. Und so weit ist das gar nicht von mir entfernt. Also ein bisschen Schiss habe ich ja schon, ne? Seid ihr böse? Ich bin schon mal vorsichtshalber in der Finger, ne? Plünderer Anführer, der ist direkt hier. Komm her. Hallo? Hallo, was macht ihr denn? Ich glaube, ich muss mal anders nehmen hier so. Ja, ist, ja, aua. Ey, sag mal, komm mal ganz hier hoch. Das ist ja. Ich schlag ja an dir vorbei, weil du an der Klippe hängst. Wie mache ich doch mal hier bloggen? Halt, stopp! Halt! Oh, stopp! Eieiei! Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Zumindest habe ich kein Geld verloren, weil ich habe kein Geld. Also irgendwie hat das weh. Habe ich da alle Sachen? Ich habe noch alle Sachen. Das heißt, ich könnte es eigentlich. Ah ne, ich habe. Warte mal, ich habe keine Heilung. Okay, wir gehen das halt nochmal an, aber dann in einem an einem anderen Tag. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich mir. Ich glaube, ein bisschen Rüstung herstellen kann, ne? Was geht hier nicht? Nee, ne? Ist so ein Flüchtlingsgut? Na gut, müssen wir doch mal gucken. Da habe ich auf jeden Fall erstmal die Hucke voll gekriegt. Aber wenn wir, ich glaube, ich muss einfach mal losgehen und mal ein bisschen die Welt erkunden hier und gucken, ob ich noch irgendwo ein paar Sachen finden kann. Dass ich das dann mit dem aufnehmen kann, wisst ihr? War ich hier schon? Ich war auch noch gar nicht mit den anderen quatschen, glaube ich, ne? Mit dem Krieger und so was. Habe ich, glaube ich, vergessen, ne? Warte mal, kann ich mal eben kurz deinen Ofen hier nutzen?
Oh, sieht aber cool aus. Durfte ich nicht. Bist du? Das sind Flüchtlinge. Hier sitzen überall Flüchtlinge. Na gut, ich werde nächste Folge mal ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen hier Suzuki erkunden. Die Region. Und dann werde ich mal gucken, dass ich mir ein bisschen was Besseres bauen kann. Denn so geht das gar nicht, ne? Wollen wir mal eben hier ein paar, nicht nur eins. F. Und zwar alle. Muss ich den Dorfbewohnern wahrscheinlich auch nochmal machen. Ein paar Schnubbeleien und ein bisschen was trinken und so. Und dafür muss ich auch noch einen Brunnen bauen, ne? Aber naja, Brunnen. Brunnen, 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 Brunnen. Ah, Brunnen. Mit Dynastiestufe 4. Na gut, können wir das auch noch nicht bauen. Okay, dann gucken wir in der nächsten Folge einfach mal rein. Ein bisschen rum und gucken, dass wir irgendwie irgendwas Schönes und Nettes finden und gucken, dass wir das verkaufen können. Vielleicht sogar ein bisschen Kohle machen. Und dann bauen wir noch ein bisschen rum und gehen dann den Krieger nochmal an. So schwer ist der eigentlich gar nicht, aber ich stelle mich mal schon ein bisschen zu doof an dafür. Also von daher sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Wobra. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.